Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Transformers The Game. Ohne Bugs hoffentlich, nicht so wie letztes Mal und vorletztes Mal und vorvorletztes Mal. Ja, wir haben gerade ein paar Probleme. Ich weiß nicht, was da los ist, Leute. Aber egal, ich versuche mein Bestes, hier irgendwie durchzukommen. Egal, Leute. Wir haben im letzten Part ein paar Generatoren zerstört und Lüftungsschächte zerstört und ja. Egal, wir haben es geschafft. Ich will nicht mehr darüber sprechen, es deprimiert mich nur. Und wir versuchen natürlich weiter in den Auswahl zu kommen. Schauen wir mal, ob wir es jetzt endlich geschafft haben. Jetzt, da der Schild ausgeschaltet ist, geht zum Allspark. Gibt es keine Bugs mehr, Leute. Da der erste Part, ohne dass ich irgendwie eine halbe Stunde spielen muss, ohne Bugs. Das wäre so schön. Und ich einfach jetzt den Auspack nehmen und weg. So einfach sollte es sein. Oh, da ist ja der Würfel. Cool. So, und wer ist denn da hinten, Leute? Den kennen wir doch, auch wenn er ein bisschen strange gerade aussieht, Leute. Das ist Megatron, den die Typen von Sektor 7 hier einfach mal so hier in der Kyro haben. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Hier, hallo Auspack. Wacher Riese. Sichere den Auspark und warte darauf, dass er schrumpft. Du musst den Auspark sichern, bevor du den Damm verlassen kannst. Der Auspark verhält sich unberechenbar. Alles könnte hier passieren. Autobots, zerstört die Halterung des Ausparks und nichts wie weg. Bumblebee, er darf den Auspark nicht kriegen. Unser Schicksal, das Schicksal aller Autobots, das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Ich weiß, du wirst es schaffen. Kein Ding. Aua! Was ballert mich denn da ab? Ich will es gar nicht wissen. Einfach ignorieren. Also im Film war das irgendwie alles ein bisschen leichter, aber egal. Überlebe und nimm den Oster. Was überlebe? Ich will nicht mein Leben irgendwo. Schließlich. Hä? Was ist mit dem Sektor 7-Typen? Alter, was ist denn das? Schaben? Haben wir schon Ungezieferprobleme. Wir wissen ja, der Auspark, der kann ja irgendwie alle Maschinen irgendwie von... Was? 2 Minuten 35? Ihr seid doch verrückt, Mann. Boah, warum eine... Alter, ja, lass mich raten. Ich kann jetzt versuchen zu überleben und gleichzeitig, also Sektor 7 Typen überleben und gleichzeitig hier versuchen, Alter, und gleichzeitig versuchen hier Sektor 7 Typen Schaben, Alter, ich bin noch hinter dem Drecksauspark, wie kann er mich treffen? Ich versteh's nicht, Mann, ich verliere einfach Leben. Er falle. Leute, ich blick's nicht, der Typ, der Megatron, okay, er ist in seiner Kühlung gefangen und kann schießen, was schon mal ein bisschen unlogisch ist, aber egal, beschwere ich mich nicht, aber was ist denn das? Er kann durch den Allspark schießen, ja klar, ich gehe da extra in Deckung, nee, ich bin hier cooler Megatron, ich baller da einfach durch, Mann. Boah. Dieses Spiel, manchmal hat es so seine Momente, wo Spaß macht und größtenteils, aber also besonders, ganz ehrlich, jedes Level, bevor das war, hat man jetzt nicht so große Probleme, aber das Level, alles ist hier. Jeder Abschnitt ist immer abgefuckt, Leute. Ich sag's jetzt einfach mal so. Vorher hatten wir Bugs. Jetzt haben wir einfach mal, dass der Typ uns durch unsere Deckung totschießen kann. Mal abgesehen davon, dass uns eh schon Sektor 7 Typen abballern, Schaben abballern. Ja, alles abballern, gell? Aber gegenseitig schaden sie sich alle nicht. Das sind mir die sympathischen Gegner. So, ich weiß auch gar nicht, wie ich hier in Leben kommen soll, weil ich darf hier nicht aus meinem Kreis raus. War es ja im Endeffekt eh wurscht ist, ob ich eigentlich hier drin wäre oder nicht. Aber egal, ich darf ja hier nicht raus. Ah, das. Achso, die immer lassen die Leben fallen. Ah, ich wollte es nicht einsammeln, Mann. Warum ist das auf mich zugekommen? So, jetzt kommt Megatron, ballert mich wieder. Alter. Ach, jetzt komm, Spiel! Sei nicht so. Alter! Alter! Ich bewege mich einfach nur wieder und ich werde schon abgeschossen.
Es ist unmöglich, Mann. Es ist unmöglich, Leute. Ihr seht es. Ey, ich cheat mir das gleich durch, Leute. Ich cheat's mir durch, Leute, weil es bringt nichts. Ihr seht es. Ich gehe einfach, egal wo ich hingehe, ich werde abgeballert von Megatron. Schaut es an. Egal wo ich bin, ich werd instant abgeballert. Instant weg, wieder weggefetzt worden. Alter. Alter, ich komme nicht mal mehr in den Kreis rein, weil ich so schnell abgeschossen werde. Ja, dann tut Bumblebee sich ja nochmal hinlegen. Alter! Hey Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Schaut es mal an. Alter, ich spawne. Ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es echt nicht, Leute. Was ist denn da los? Ich versuche es noch einmal. Und danach cheat ich es mir, weil ganz ehrlich, ich werde mir da irgendwas runterladen, weil das kann ja nicht so sein. Ich meine, ich stehe einfach nur da. Ich bewege mich keinen Meter. Und werde abgeschossen hinter der Deckung. Ich laufe rum und werde abgeschossen. Es ist aber, es ist schlimm, ist halt, ganz ehrlich, Megatron schießt da im 1-Sekunden-Radius auf mich, so dass ich niemand eine Chance habe, irgendwie auszuweichen. Ja, klar! Warum auch? Können die Dinger mal bitte kaputt gehen? Dankeschön. Kann ich jetzt immer noch auf Megatron schon schießen? Dann würde ja die Sache erleichtern. Aber ich weiß ja nicht mal, was es ist, Leute. Ich stehe da hinter dem Orspark, hinter meiner sicheren Deckung und verliere Leben. Und weiß nicht mal, warum. Ey, Leute. Wenn das Spiel nicht verbuggt wäre wie Hölle, dann könnte man ja Spaß haben. Aber so, ne. Oh, Leute. Es ist ja nicht schlecht, das Spiel. Es ist noch ultra verbuggt. Ich muss mal echt schauen, ob es da vielleicht ein Patch oder was auch immer gibt. Weil es kann ja nicht so sein. Also, ich meine, so schlimm kann das ja gar nicht funktionieren. Ich bin in der Deckung und werde ein Nanosekundenradius abgeballert. So, sind 2:30 vorbei und jetzt kriege ich wieder Megatron. Und ich werde erstmal wieder instant abgeschossen. Ich drehe mich eine Sekunde um und werde instant abgeschossen. Ich bin hinter einem Ausbug und werde instant abgeschossen. So, ich gehe jetzt hier hinter die Deckung und es ist egal. Ey Leute, ich würde ja einfach nur mal gerne wissen, was das genau ist, was mich überhaupt abballert. Das wäre halt schon mal eine geile Info, aber ich weiß es nicht. Ist es vielleicht der Ausbug? Das würde ja sogar im Endeffekt Sinn machen. Aber ich glaube es nicht. Jetzt bin ich wieder außer... Jetzt habe ich verloren. Alter, komm schon. Geh in dir die Deckung. Alter, geh doch nicht da links hin. Wo gehst du denn hin? Ey Leute, was ist das? Ich weiß es einfach nicht. Sind es die Sekte 7 Typen? Ist es Megatron? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich dagegen nicht wehren kann. Und ich weiß, dass Bumblebee ein Spacken ist, weil ich nicht so weit immer raus will, aber er geht immer so weit raus. So, schön die Deckung. Sektor 7 Typen schießen auf mich. Megatron schießt auf mich. Ich glaube, der Ausbug schießt auch auf mich. Ihr seht gerade meinen Trick, also mein Trick relativ gesagt. Hoffen, dass Megatron mich so abballert, dass ich hinter den Ausbug falle. Ich werde gar nicht. Ah, schade. Es wär langweilig gewesen, wenn ich nicht einfach die ganze Zeit wegkatapultiert wäre. Ey Leute, ihr seht es. Bam, weg. Bam, weg. Bam, weg. Ey, also jetzt ist das Spiel echt verbuggt, Leute. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, Leute. Ich komme nicht mal mehr raus aus meiner Endlosschleife hier. Ich werd dagegen geschossen. Werd wieder dagegen geschossen. Werd wieder dagegen geschossen. Werd wieder dagegen geschossen. Frage, soll das wirklich so sein, wie ich es gerade spiele? Das kann ja sein, dann ist das zwar nicht sehr cool, aber... Ich glaube, es ist echt so. Das Spiel ist gerade echt so aufgebaut, dass ich hier einfach gegen die Wand fliegen soll und irgendwie überleben soll. Das ist ein cooles Spiel, Leute. Ein sehr geiles Spiel. Egal, wir haben 9 Sekunden, das überleben wir. Ich habe es mit der coolen Strategie, mich immer gegen die Wand katapultieren, schön geschafft. Ich bin zufrieden. Ihr könnt mich alle, Megatron. Fahrt zur Hölle, ich habe es geschafft. Kurzes Level. Nicht die jüngste Ahnung. Also... Was ich gerade gemacht habe, einfach mich immer gegen die Wand schießen lassen, damit ich da nicht Leben verliere. Damit ich nicht aus der Arena katapultiert wäre. Und ach Leute, ich will gar nicht darüber reden. Wir haben es geschafft. Oh Mann, tut gut, dich wiederzusehen. Alles okay? Decepticon, euer Anführer ist zurück.
sammelt euch bei mir. Wir werden die jämmerlichen Autobots ein für allemal vernichten. Starscream, meine Scans zeigen keine Spuren vom Allspark oder Megatron. Ihre Signaturen müssen irgendwie vom Damm verschleiert werden. Dann müssen wir ihn in Stücke zerlegen, bis wir ihn finden. Ich kümmere mich drum. Lord Megatron! Lord Megatron! Erhebt euch, Decepticons. Wir haben viel zu tun. Ein Happy End schon wieder. Level abgeschlossen. Der Auspark ist im Besitz der Autobot. Habe Megatron das Bommelbild dicht auf dem Fersen, als er in die Stadt flieht. Der Showdown möge beginnen. Und diesmal hoffentlich ohne Bugs. Hoffen wir. Schauen wir mal. Das war gerade der epischste Kampf aller Zeiten, Leute. Der epischste Kampf aller Zeiten. Hoffen wir mal, dass der nächste Kampf auch so episch wird. Das letzte Gefecht! Wir haben den Kontakt zu Bumblebee und dem Ortspark verloren. Finde heraus, was passiert ist. Okay, kein Ding. Sollte schaffbar sein. Ich wette. Oh, ich will nicht gegen Jets kämpfen, das fällt mir gerade eben auf. Ich will nicht gegen Starscream kämpfen. Ich will einfach Megatron einen auf die Nase geben und dann war's das. Easy peasy. Nee, wir tun das. Ihr kennt das ja, Leute. Ich spoilere das jetzt nicht, aber ihr kennt ja alle den Film, wie es ausgeht, Leute. Aber trotzdem, wir machen es einfach. Warum kann das nicht der machen, der es auch im Film gemacht hat? Einfach so sofort und dann hätten wir das hinter uns. So, ich habe ein Blümchen für Bumblebee mitgebracht. Bumblebee! Exterminator. Zerstöre die Energon-Drohnen und rette Bumblebee. Bumblebee ist mit dem Auspark gestürzt und wird von Energon-Drohnen überwältigt. Besiege sie alle, um deinen Autobot-Kameraden zu beschützen. Die Wellen des Auspark erzeugen sehr viele Drohnen. Sie müssen besiegt werden, bevor sie Bumblebee zerstören. 100. Dein Ernst? Dein Ernst? Nicht 10? Nicht 20? Mama, 100. Ihr seid auch alle krank. Warum schießt die Polizei? Ganz ehrlich, hatte ich keine größeren Probleme. Als jetzt auf mich noch extra hier mal drauf zu hauen. Ich mache mir gerade mehr Sorgen um mich selbst, ehrlich gesagt. Also okay, 100 Runden sind jetzt auch nicht viel. Wir haben vorher wahrscheinlich mehr besiegt. Aber, ja, seht ihr, wir haben jetzt hier schon 80. Aber trotzdem ist es nervig. So. Egal, das haben wir locker flockig geschafft. Kein Ding, kein Ding. So, komm, meine kleinen Drohnen. 98, 99 und... 100! Okay, keine 100. Wartet. 100! Ach, egal. Machen wir es so. Okay, war jetzt kein so anstrengendes Kapitel. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Ich bin zufrieden. Da läuft ein Zivilistin. Jetzt macht einfach... Jetzt geht ein Schritt zurück und dann macht... Bonus in der Frage geschaltet. Wunderbar. Weiter geht's. Okay, kein Ding. Schieß mal erst, tun wir erstmal ein paar Autos weg, katapultieren. Ah, Hilfe. So, wir machen jetzt aber da vorne erst noch mal einen hier auf King Kong. Oder auch nicht, weil das Spiel schon wieder ein wenig rumbackt. So, aber ich will jetzt auf das Haus gehen. Ich will jetzt auf das Haus gehen. Ey Leute, in den Spider-Man-Helden spielen, was war immer das Coolste? Auf Häuser zu gehen und darunter zu springen. Ich will jetzt auf ein ganz hohes Haus gehen und darunter springen. So, komm, warte. Ja, ich glaube schon, das ist das Höchste. So, komm. Hier zumindest in der Nähe. Bam. Klettere Jazz. Ich bin nur ein kleiner Autobot, der hier dein Haus hochklettert. Hallo! Ah! Freunde der Dusche, würde ich mal sagen hier. So, komm. Dann klettern wir jetzt mal ganz nach oben. Und Leute, ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder hier mit Last Patreon Formers. The Game
Und jetzt läuft ja alles wieder gut, alles wunderbar. Und ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Mal mit dem letzten Gefecht. Bis dahin. Ciao.